Auf der Kölner Straße, mitten im Herzen der Stadt, zeigen 15 Teams ihr Können und ihre Kreativität am Grill. Bei der ersten Erkelenzer Grillmeisterschaft, die vom Gewerbering veranstaltet wird, gilt es für die Teams in 4 Gängen, die Jury von ihren Grillkünsten zu überzeugen. Pascal Rüffer und Dirk Rösgen, die sich die Organisation des Events auf die Fahne geschrieben haben, freuen sich über die tolle Resonanz. Die Idee ist eigentlich von uns beiden entstanden. Wir grillen beide leidenschaftlich. Der Pascal ist viel in der Barbecue-Szene unterwegs mit Beef Chief Barbecue. Und wir haben einfach gesagt, Mensch, das wäre doch eine tolle Idee für Erkelenz. Lass uns doch mal eine Grillmeisterschaft auf die Beine stellen. Die Symbiose zwischen uns beiden ist eine perfekte. Ich der Griller, er der super Fleischlieferant. Wir verstehen uns hervorragend. Und mein Job war im Prinzip eigentlich nur Mannschaften ran, Juroren. Und da haben wir zwei das halt in Gänze organisiert. Und das daraus entstanden, wie man sieht, scheint es ja zu funktionieren. Die Lokalmatadoren Steffen Pelzer und Bernd Randerath bilden das Team Erkertown Barbecue und sind sich sicher, die Jury überzeugen zu können. Ja, also hier haben wir den ersten Gang, den haben wir gerade zur Jury gegeben. Das ist eine gesmokte Wurst, eine ganz normale Bratwurst, die aber halt mit Smokewood, also so einem Räucherholz, auf den Smoker gelegt wurde und über eine Stunde dabei ca. 120, 130 Grad gelegen hat. Ist auch was Besonderes, aber eigentlich wollen wir halt mit dem übernächsten Gang, mit dem dritten Gang punkten. Da haben wir ein Schweinekarree zu vergrillen. Das wird bei uns als Krustenbraten am Ende landen und wir wollten so ein bisschen den Geschmack wie von früher erwischen. Wir haben dazu Sauerkraut aus dem Dutch-Ofen. Das wird schön über 2 Stunden geschmort mit ein bisschen Speck und Zwiebeln und schmeckt dann halt wirklich so wie bei Oma. Dazu gibt es dann auch wieder so ein bisschen was aus dem Barbecue mit einer Whisky-Planke. Da wird dann auf einer Planke Kartoffelpüree nochmal ein bisschen angeräuchert und dieser Whisky-Geschmack geht dann schön mit in das Püree und gibt dem Ganzen dann nochmal so eine besondere Note. Punkten wollen aber auch die anderen 14 Teams, die den Weg nach Erkelenz gefunden haben und jeweils 4 ihrer besten Gerichte präsentieren werden. Wir sind ein junges Grillteam aus Unnermassen. Wir sind das erste Mal dabei und wir hoffen, dass wir mit allen unseren Gerichten punkten können. Wobei man immer sagt, das Beste kommt zum Schluss. Aber wir haben uns ganz tolle Gerichte ausgedacht für die Jury. Wir haben auch lange geprobt und wir hoffen, dass wir mit der Vielzahl unserer Gerichte natürlich die Punkte abräumen. Ist ganz klar. Dies gelingt dem sympathischen Team auch beim 4. Gang und sie holen sich den 1. Platz beim Dessert. Bis dahin ist es aber für die 17-köpfige Jury noch echte Schwerstarbeit. Wer glaubt, dies wäre ein reines Vergnügen, der irrt gewaltig. Nach rund 3,5-stündiger Verkostung geht's jetzt noch ans Dessert. Und dann hat jeder Juror ja 60 Portionen probiert und bewertet. Und das ist echt eine harte Nummer. Von daher bin ich eigentlich, ich glaube, wir sind alle froh, dass das Wetter nicht so warm ist heute, weil sonst wäre es gar nicht auszuhalten. Aber ansonsten eine super Veranstaltung, gute Leistungen der Teams, durchwachsen alles dabei, von top bis okay. Also ein guter Querschnitt durch das Können der deutschen Griller. Mit ihrem Paradestück, dem Karree vom schwäbisch-hellischen Landschwein, können auch Steffen Pelzer und Bernd Randerath die Jury überzeugen und erzielen damit den 2. Platz. In der Gesamtwertung erreicht das Erkertown-Team einen tollen 5. Rang. Gesamtsieger wird das Team von Point of Barbecue aus Castrop-Rauxel, das nicht nur mit den Fleischgängen, sondern auch mit ihrem Dessert die Jury restlos überzeugt. Die erste Erkelenzer Grillmeisterschaft. Ein voller Erfolg für Grillteams, Aussteller, Besucher und Organisatoren. Ein Event, das hoffentlich im kommenden Jahr in eine zweite Runde geht.